habe meine Sachen alle im Auto verstaut. Der Hund hat sich unter Bett verkrochen gerade, weil er Autofahren nicht mag. Aber hilft ja nichts. Jetzt geht's los. Denn heute wird die Tochter von meiner Cousine eingeschult. Da fahre ich hin. Und dann verbringt das Wochenende noch bei meinen Eltern. Montag früh geht's wieder zurück. So, versuche ich jetzt mal den Hund rauszulocken und dann fahre ich los. Und was wollten wir erzählen? Weiß ich nicht mehr. Ne, weiß ich nicht mehr. Gut, bis später. Fahre gerade nach Polen tanken, stehe an der Tankstelle, hau meinen Tank voll, gehe zur Kasse, sag Chef und gebe ihm meine Karte, meine Kreditkarte. Und dann geht die nicht, obwohl ich die gerade erst bekommen habe, weil die andere, also die ältere, abgelaufen war jetzt. Ne? Die ist ja nur begrenzt, gültig. So. Und dann geht die nicht, dann will er die nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Einen schönen Schrank auch. Ich also zum Auto noch zurück, mein Portemonnaie geholt, andere Kreditkarte rausgeholt, auch eine Visa. Dann geht, nee, doch die geht, aber er will eine PIN. Ich so, what? Ich habe noch nie eine PIN gebraucht bei der Kreditkarte. Woher soll ich die PIN wissen? Also die habe ich schon irgendwann mal bekommen, aber ignoriert, weil, ne? Und was soll ich denn alles im Kopf haben? Von drei Kreditkarten und vier EC-Karten und weiß ich nicht. Also, ne? Kreditkarte wieder zurück. Tausendmal entschuldigt bei dem netten Herrn. Und weil es mir ein bisschen unangenehm sowas, ne? Und dann meine EC-Karte genommen. Und da habe ich geschwitzt, weil ich gar nicht wusste, ob der Lohn schon drauf ist. Welcher ist denn heute? 28., 29., 29. Ja, gut, müsste drauf sein, aber trotzdem. Aber dann ging's. Schon alle möglichen Szenarien ausgemalt. Muss den Hund da lassen als Pfand. Naja, gut. So, ich muss mich auf Fahren konzentrieren. Ach verdammt, ich wollte vorher noch anhalten. Da war so schön. Naja, gut. Kein schönes Bild von der Sonne und Feld und Gegenlicht. Und, naja. Also dann, ich muss fahren. Bin inzwischen in den Uckermark angekommen. War schon im Pool. Hab mich jetzt versucht, schick zu machen. Und ja, fahre dann gleich mit meinem Vater los. Hol meine Oma ab und dann fahren wir zu meiner Cousine, deren Tochter eingeschult wird. Und werden da ein bisschen mit denen feiern. Meine Mutter und meine Schwester können nicht mitkommen, die müssen arbeiten. Wie sich das gehört, ne? Ein. ja. Mal gucken. Lieber ist in der Uckermark zu sein. Das, ja, zu Hause halt, ne? Kennt er. Mal Tomate naschen. Guck mal hier. Nicht mehr viel dran. Ja, nee, Uckermark ist zu Hause halt, das ist, ne? Weiß nicht, wem mit eingefallen ist. Ich vermute, einen Journalisten. Und das hat sich dann jetzt irgendwie so festgesetzt. Die nennen die Uckermark die Toskana des Nordens. Ich habe noch keinen Uckermärker gehört oder kennengelernt, der das wirklich aus Überzeugung auch sagt. Ich sage das manchmal, allerdings eher, weil ich es so lustig finde. So geil. Also wer nur Supermarkt-Tomaten kennt, der weiß gar nicht, was er hier verpasst. Das ist der Hammer. Naja, also Toskana ist noch ein sagen. Die Landschaft hier ist super. Ein Traum, ehrlich. Wirst du kein Fleckchen, wo ich lieber auf der Welt wäre als hier. Das ist für mich der schönste Ort der Welt. Aber Toskana ist noch ein bisschen. Naja, wie gesagt, ich nehme an, Journalist ist dir so eingefallen. So, denn bis später. Mädels. Ihr seid schön artig, ne? Dena, Cookie, schön artig sein. Schön lieb sein.
Na? Na? Schick sie's aus. Schick sie aus? Ja, schick sie's aus. Minostrausberg.de. Ich bin der Kudamm, der Wannsee und der Fernsehturm. Ich bin Geschmack und Tradition. Ich bin Blitzlicht, Gewitter und Alltag. Ich bin auch noch da, wenn die Scheinwerfer wieder aus sind. Ich bin Berliner Kindel. Berliner Kindel, Jubiläumspilsner. Gib's doch einfach. Oh, so ein schöner Alter. Hier steht noch drin. Wir sind doch gar nicht rum. Jetzt sind wir doch. Ja, toll. Und noch ein paar, die sie einsammeln. Und dann zusammenrennen die entweder mal im Wald oder hier die Straße hoch. Oder eigentlich ganz gut. Sagst du mir jetzt, dass noch Gemüsebratlinge kommen, weißt du? Das ist Pflaume. Ja, gegessen.